Und hallo, damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Opa Siegfried. Mit dabei ist heute der liebe Flo. Moin. Und ich, der Manu. Ja, Mensch, wir haben hier gerade schon stundenlang uns beratschlagt, Flo, was wir hier jetzt letztendlich machen können. Guck mal, es schüttet wie aus Eimer letztendlich noch, war. Das ist echt der Wahnsinn, oder? Meine Güte. Das Wetter heute ist ziemlich scheiße. Ja. Gut, dass wir gestern so lange gearbeitet haben. Ja, deswegen. Und vor allem, dass wir die Ballen auch unter Gott sei Dank gestellt haben. Und die könnt ihr jetzt alle wegschmeißen. Ja. Irgendwie hört das wohl auf jetzt zu regnen, aber irgendwie spackert das irgendwie. Oder richtiger Platzregen auch noch, wa? Ja. Naja. Ja, was wollen wir machen? Gute Frage. Es soll besser Nächste werden. Frage. Ich würde mal zum Meister schon herrichten, mal. Ja, aber es ist ja alles klitschnass. Wir jagen uns ja quasi fest auf den Feldern. Oder nicht? Aber wir müssen irgendwann Meister schon. Aber es wird einfach. Ich bin schon wieder panschnass. Ja. Es wird einfach nicht besser. Das Unwetter da einfach aufzieht, ne? Ja. Das ist schon so ein richtiger. Klart das hier denn. Ah, jetzt klart's ja, jetzt, auf. Jetzt klart's schon langsam auf. Ja. Jetzt. Ja, jetzt hat's aufgehört, ne? Ja. Wurde ja auch endlich mal Zeit. Ja. Na nee, gut, ja, was wollen wir jetzt in Angriff nehmen? Ich sag Maishäckseln. Maishäckseln, ja. Damit anfangen? Ja. Muss gemacht werden, ja, weil gut, wir die Kühe sonst nicht füttern können. Dann machen wir das. Dann nehmen wir den Güldner, also nimmst du den Güldner, oder? Kannst du ja erstmal anfangen mit Maishäckseln und ich fahr den erstmal ab. Ne? Ja. Hoppala. Wer geht auf den Haufen? Also was mit dem Haufen? Ja, das machen wir anschließend mal. Ich meine, wir sind ja nur zwei Mann. Wie sollen wir uns... Ja, ja, das ist so das. Wir holen dann später mal den Radlader hierher und dann... Ah, okay. Ich hole erstmal den einen Häckselwagen da. Oh Mann, der ganze Dreck fliegt hier alles um die Reifen. Alles ist richtig nass. Eieiei. Ich glaube, ich werde wieder krank. Ich habe schon so einen Kratzen im Hals, Mensch. Nee, nicht schon wieder. Kann ich wieder alles alleine machen. Ach, wieso wieder? Ich war kein einziges Mal weg. Also du warst bitte. Krank. Nein. Natürlich. Ich mache hier nicht krank. Ja, also ich habe nicht gesagt, dass du krank gemacht hast. Du warst so krank. Ja, ja, aber ich habe nicht krank gemacht. Nein, das nicht. So, ich würde sagen, dann können wir direkt hier zum Feld hier gehen. Einmal. Bist du dir sicher, dass du mit dem... Mit dem Zweiachser. Ja, wir gucken erstmal, wie viel Ertrag hier ist, ne? Oder nicht? Willst du hier gleich anfangen? Würde ich sagen, hier auf der Ecke. Oben können wir ja immer noch machen. So. Da können wir hier am besten direkt so rauffahren, wa? Ja. Müssen wir aber gucken mit den Bäumen und mit den Büschen das alles. Müssen wir sehen. Eieiei, das kann auch. Das wird eine Mammutaufgabe letztendlich. Ja. Oh, das kann nur Stunden dauern. Ja, das glaube ich auch. Gut, ich fahre mal das Rohr zuerst ausfahren, oh mein Gott. Warum ist Blinker? Guck mal, Blinker ist ja noch an vom Anhänger. Das ist ja komisch. So. Also er läuft. So, wa? Wo ist Blinker aus? Mhm. Immer noch nicht? Nein. Komisch, dann hat es irgendwie einen Defekt. So, dann, warte mal, leg mal los. Fährt nicht. Wieso fährt er nicht? Wie fährt er nicht? Er sagt, nee, er fährt nicht. Nee, er rollt rückwärts. Ja. Was? Funktioniert das jetzt nicht? Ist jetzt schon was kaputt? Nein. Wenn oh ich nicht ausschalte, der zieht ihn nicht. Das ist ja was. Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet, Mensch. Nein, hätte ich auch nicht gedacht. Ah, den guck mal, die Zapfwelle. Oh Mann, die Zapfwelle. Oh Mann, was machen wir jetzt? Hier, Fehler. Was hat da denn gepiept jetzt? Hast du es gehört? Das klang nicht gut. Nee, wieso? Also ich. Immer nochmal an und dann mal nochmal aus. Muss mal leise sein. Was ist das? Jetzt habe ich es gehört, ja. Das ist irgendwie. Das ist nicht gut. Nee. Ja, und jetzt? Und ja, und jetzt können wir schauen. Also, kannst du mal den MF was machen? Ja, warte, wir müssen ja sowieso jetzt irgendwas machen. Also, das bringt ja jetzt nichts. Ja, schon, aber jetzt mal einen Plan machen. Weißt du was, dann fahren wir erstmal zum Hof hin und wir müssen bei New Holland anfragen, beziehungsweise da eben einmal telefonieren und sagen,
was wir machen können. Also wir brauchen definitiv Ersatz. Ich meine, guck mal, wenn Mais ohne Ende stehen, wir wollen Silo machen und das alles, ja. das geht nicht. Das ist ja was, ne. Ich drehe hier hinten einmal. Flo? Ne, drum, drum. Warte mal, ist das mir jetzt noch ein bisschen egal? Wir sitzen, also wir sind noch ein bisschen in Zeitdruck. Eieiei. Ja, so willst du jetzt umdrehen? Dann lass mich zumindest vor jetzt. Uiuiui, voll durch den Gebüsch fahren und das alles. Also da muss ich jetzt gleich sofort erstmal mit den Leuten von New Holland sprechen. Auch irgendwie dreimal hat er jetzt gepiept, ne? Ja. Das ist ja was. Ja, ich stelle ihn mal zu uns in die Werkstatt rein, oder? Ja. Nee, ist kein Platz, ist der Anhänger. Ja, stell ihn einfach ihm. Ach, dann ist der daneben, wo der Gerätenträger gestanden ist, ja, da genau. Geht's. Nee, auf jeden Fall, ja, was wollen wir jetzt in Angriff nehmen? Sollen wir schon mal gucken, ob das Gras jetzt so annähernd trocken ist, dass wir das jetzt erstmal schon mal in Spat legen können, beziehungsweise vielleicht auch schon Ballen pressen können? Ja, das wäre eine Sache. Gucken wir das mal. Ja. Dann lass direkt mal rüberfahren. Das war nicht. Ja. Da ist ja noch einiges. Hätten wir auch vorne im Regen machen können, aber gut, dann wären wir nass geworden. Ja, also wir wären mit dem Geräteträger gefahren. Ja, damit wäre ich gefahren natürlich. Ach ja, und wir können den Radlader können wir nochmal hier anschmeißen und dann nicht, dass jetzt jemand den direkt kaufen möchte und wir ja kein Radlader mehr haben. Also ich meine, jetzt für Silo fahren können wir den noch brauchen und dann irgendwie ein Schiebeschild. Oh, jetzt bin ich schon beinahe zu weit gefahren. Nimm da ja lang, Mensch. Boah, die Flüsse und das, die sind auch voll bis zum Anschlag hier. Ganze Gräben, alles voll. Wundert mich nicht, so wie es geregnet hat. Ja. Wer war denn auf einmal so plötzlich und das, ne? Ja. Hab mich auch gewundert, du. Ja, wie du an. Gesagt hast, Platzregen einfach. Ja, und guck dies an, die sind schon wieder am Arbeiten hier. Mit Betonbüsche zu werden. Denen ist auch nicht zu blöd. Ey. So, wer möchte denn jetzt, also, ey, Wender definitiv mitnehmen? Also, Wender und Sparda können wir mitnehmen. Achso, ja. Ich hab jetzt die Press gleich mal geholt. Ach so, bist du gar nicht mit mir gefahren jetzt? Nee. Ach so. Ja gut, dann hol du mal die Presse. Aber wir haben ein kleines Problem. Wieso? Das Gras ist schon wieder nachgewachsen. Echt? War das Kunstregen oder was war das? Was? So schnell nachgewachsen? Ja. Mist. Müssten wir eigentlich fast nochmal mähen. Ach man, heute klappt aber auch gar nichts. Nee, echt nicht. Dann lass, weißt du was, dann lass erstmal zum Feld fahren, zum Hof fahren. Und hier, wir pressen hier den Bums. Das Stroh? Ja. Beziehungsweise, du kannst ja erstmal das andere Feld pressen und dann kann ich da schon mal anfangen. Nee, mach mal hier, dann fahre ich mit dem Geräteträger und fahre die Ballen einzeln drüber. Mach mal so. Ich meine, wir müssen hier jetzt irgendwas machen. Irgendwas müssen wir machen, ja. Stellen wir erstmal hier hin. Da kannst du schon mal anfangen zu pressen, ne? Ach ja. Ist ein Chaos jetzt im Moment. Heute ist nicht unser Tag. Nee, irgendwie nicht, ne? Also ich muss jetzt definitiv gleich erstmal bei New Holland da anrufen, ne? Ja, unbedingt. Dass da irgendwie jetzt mal was vorangeht. So. Wollte ich erstmal den Geräteträger. Mit dem mag ich lieben gern fahren, ne? Aber da müssen wir uns eigentlich erstmal drum kümmern, hier, achso, ja, genau, da kannst du mir gleich noch einmal helfen, ne? Ich glaube, die Batterie ist ja frei zugänglich hier an den Geräteträgern, glaube ich, ne? Sollte der Fall sein, ja. Da können wir einmal versuchen, den Radlader wieder anzuschmeißen. So. Meinst du, dass die Batterie groß genug ist für den Radlader? Ja, doch. Ich mein, Motor ist ja an, ne? Haben wir Überbrückungskabel? Im C-Tor könnten welche sein. Oder nee, in der Werkstatt. Hier liegen ja welche, hier. Genau. Ach, direkt. Was liegt hier denn alles unter dem Sitz? Eine Flasche. Oh, Kornflasche. Flo. Oh Mann. Was? Ja, Flo, Mensch. Hier ist überall Bier und das. Ja, und? Oh Mann. Ja. Wahrscheinlich ist alles deine. Sag mal. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, das sah irgendwie komisch aus.
Und weißt du was? Was denn? Der Fahrdröscher ist jetzt ganz dreckig und nass geworden. Oh nein. Aber so. Der hat Gott sei Dank der Kabine. Der Fahrdröscher? Ja. Ja, aber da regnet es ja auch quasi rein. Kommt ja davon, wie viel Wind das geht. Ja. So, ich versuche den einmal erstmal den hier Trecker hier zu überbrücken, ne? Weil ich glaube nicht, dass er annähert. So. Nee, das geht. Das geht. Ich weiß ja, plus am Masse, das kommt klasse, ne? Ja. Nee, da jetzt. Nee, ich dachte irgendwie. Nee, hab ich mich versehen. Nee, gut. So. Ich lasse den Schlepper am besten einmal an. Und einmal hier. Warte mal, wo ist denn die Batterie hier überhaupt? Nein, du. Ist hier innen drin? Ach, da irgendwie unter dem Sitz oder so. Ah, da. Gut. So, jetzt habe ich's. So, jetzt erstmal hier dran. Perfekt. Mal gucken. Oh. Na, ah, Mist. Ah. Ja, er ist an. Er ist an. Ja, jawohl, Mensch. Respekt. Ah, klasse. Hätte ich nicht geglaubt. Oh. Eieieiei. Ja, war auch hart am Limit, du. So, wir lassen den erstmal an. Soweit. Und ich fahre den erstmal wieder. Oder weißt du was, den lassen wir ein paar Minuten laufen, ne? Ja. Tank ist noch ein bisschen was drin. Ne? Müssen wir auch mal wieder auftanken. Irgendwann. Ich glaube, die Tankanzeige ist auch irgendwie kaputt. Zeigt dauerhaft voll an, obwohl irgendwie Tank fast leer ist. So. Kann ich eigentlich zwei auf einmal nehmen? Das will ich erstmal ausprobieren. Hätte ich nicht gedacht, dass das Wetter jetzt noch so gut wird, ne? Ne. So. Aber gut. Es ist auch immer noch bewölkt. Uiuiui. Ja. So, hast du schon den nächsten Ballen, oder? Nee, noch nicht. Aua! Mann, was machst du denn? Sag mal, ich fahr einen Meter vor und du fährst mit 3 Meter rein, du. Ja, wieso fährst du auch? Ja, ich bin nur vorgerollt, Mensch. Vorgerollt? Es ist gerade hier. So, da sind ja noch ein paar Ballen. Uiuiuiui. Ja, ich hab gedacht, du hast dich schon gesehen. Nee, ich sehe doch nicht so viel wegen dem Fortnite hier und oh Mann. Ach so, ja, das stimmt. Ich meine, dass du blind bist, das weiß ich ja. Bitte? Nur hör aber auf. Hä? Nur hör aber auf. Du siehst irgendwelche Ballons so irgendwo rumschweben. Ach komm, das ist doch gemein, Flo, was? Wie so ein UFO? Nö, jetzt rede ich einfach nicht mehr mit dir, weißt du das? Also, Backline, kannst du mich mal, ja, Mensch? Ja, es gibt Area 51 und du bist davon Area 52, oder? Also für die Zuschauer, ich suche einen neuen Hofarbeiter, also, ne? Das mache ich nicht mehr mit. Diskriminierung hier. Mann. Dann habe ich endlich mal frei. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz, weißt du das? Das ist wirklich Mobbing, du. Wenn du meinst. Das meine ich nicht nur, das sage ich auch. Ich entfalte meine Stimme. Ja, auf jeden Fall. Wo können wir denn jetzt am besten die Ballen einlagern? Aua, hau mir. Oh Mann, hau mir die Tür so ins Gesicht. Wow. So, ich würde aber sagen, dass wir die Ballen erstmal hier einlagern. Also die Scheune bietet sich ja ideal dafür an. Können wir nochmal in der Zwischenzeit, wenn du mal Langeweile hast als Strafarbeit, ne? Also ich sag, ich rede auch mit Opa Siegfried. So kannst du mit mir nicht umgehen, Mensch. Nein. Das lasse ich auch nicht. Nee. Das lasse ich mit mir nicht machen. Okay. Das ist traurig. Ich weiß nicht, was die Zuschauer dazu sagen. Ihr könnt es gerne mal in den Kommentarbereich schreiben. Ich meine, ich finde, dass du ein bisschen überreagierst. Vielleicht hast du deine Tabletten oder so auch nicht genommen. Wer weiß. Oder zu viele Tabletten. Oder zu viele. Oder gestern zu tief ins Glas geschaut. Wer weiß. Nee, ich habe gestern gar nichts geschaut. Ich bin gestern gestorben. Ja, gut. Ach, deswegen auch die hier Kornflasche unterm Sitz, wa? Nee, Korn nicht. Ich trinke keinen Schnaps. Nee? Was war denn das? Das war irgendwie so ein Billy-Fusel. Oh ja, dann kann das erstmal auch so bleiben, finde ich, wa?
Achtung! Ja. Ich mache am besten gleich so. Ja, bleib mal stehen. So. Oh, ja. Scheiße, ich Bist du bin am nicht hier auch? Überrollbügel gekommen. Ja, hatte ich doch mal Glück. Ja. Mehr Glück als Verstand. Ja. Ach ja. Aber wenn Opa Siegfried das wüsste, wie wir miteinander umgehen, ne? Der würde so sagen: Mensch, Kinders, reiß doch mal zusammen, Mensch, hier. Was ist ja? Nun, hol den Rand. So. Aber weißt du, was mir schon aufgefallen ist an diesem Geräteträger? Was denn? Der qualmt unwahrscheinlich viel, also im Blau, ne? Also Ja, irgendwie verbrennt er Öl mit. habe ich auch schon So. gesehen. Aber das ist unglaublich. Der kann die Ballen so anheben. Das ist echt top. Zwei Stück auf Ja. einmal, das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, der ganze Motor sitzt ja auch hinten, also er hat Ja, ja ich auch meine, das wirklich meiste viel Gewicht Gewicht ist ja eh hinten. hinten verlagert, ne? Ja. Vor allem ich, old dicken Person, sitzt ja auch noch mehr hinten. Ja, Auf die eben. Hinterachse. Ja, das ist schon echt klasse. Oh nein, rolle ich zu weit runter. Wie, jetzt rollt er. Ist der Radlader noch an? Oh, jetzt wäre ich beinahe gegen den Habe Wasserfass ich jetzt gar gefahren. nicht aufgepasst beim Vorbeifahren. Tut mir leid. Oh. Siehst du, dann fahren wir hier schon die Rundballen ein. Das ist doch echt klasse. Okay. Hä, bin ich beinahe umgekippt? Hm, nö. So. Dass man hier einfach schön aus dem Fenster gucken kann, wa? Einfach so seitlich am Frontlader. Das ist echt Ja. klasse. Guck, dann hole Simpel ich erstmal noch platt. den letzten Ballen so weit, wa? Und was machen wir dann? Ja, wir müssen unbedingt gleich bei New Holland anrufen, das nützt alles nichts. Unbedingt, ja. Ja. Nein, 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 nein. Ah, die Bremsen von den Gülden sind echt nicht mehr die besten. So, ist ein Rundballen? Ja, ist er noch. Wo bist du jetzt hingefahren? Auf das schmale Feld zum alten Hof. Ah, okay. Aber da bin ich auch schon fast fertig. Ja, wie viele Ballen kommen da zusammen? Jetzt zwei. Zwei. Dritter kommt auch noch. Vielleicht noch ein vierter. Okay. Vielleicht noch ein vierter. Ja, dann fahre ich den erstmal so weg. Da in der anderen Scheune, da ist doch noch einer. Den kann ich dann auch noch nehmen. Oder stelle ich erstmal so draußen dahin, können wir gleich noch einen einlagern. Naja, und dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal eben drüber mähen. Aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme zeigen. Das machen wir mal zwischen den Vollen so. Ne? Ja. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt erstmal hier Gras machen, damit wir das erstmal soweit fertig haben? Oder erstmal. Ich gucke erst gleich mal oder ich rufe erstmal gleich bei Dings an, bei New Holland da, ob sie irgendwie einen Mechaniker vorbeischicken können oder eben halt sofort Ersatz. Also da mache ich auch wirklich Druck. Ich meine, das Teil ist ja nicht gerade alt, ne? Und da scheint irgendwas direkt mit der Zapfwelle bzw. mit dem Gelenk davon nicht zu funktionieren. Irgendwas, Also am ich kann Trecker nicht liegt es sagen, was. definitiv nicht. Und wenn, dann müssen die uns Nee. Ersatz bieten, ne? Ja, Ja. der Radlader ist noch an. Habe ich Noch. auch gehört gerade. Es ist doch keiner Vorsicht! mehr rausgekommen. Es sind jetzt zwei hier. Zwei? Oh, das ist ja ideal. Dann bringe ich die noch eben einmal mit. Ja, und ich bin aber jetzt fast voll. Ja, dann lass mal erstmal so. Ach, sie sind beide unten, Ja. ne? Beide nach unten gerollt. So. Dann haben wir auch erstmal genug Stroh. Haben wir nicht gesagt, dass wir das verkaufen wollen eigentlich? Na gut, die Beim Ballen können nächsten wir ja Mal auch immer dann. noch so verkaufen. Können wir ja noch bei eBay oder so reinstellen. Ja. Ja. Aber Muss wirklich, ich schauen, wo ich die Ballen pisse. das ist echt schon eine Erleichterung, das mit den Ballen, wa? Also das ist echt schon klasse. Ja. So. Fahren wir einmal zurück und dann ist auch wieder soweit Ende im Gelände. Ich mag gerne aus dem Fenster rausgucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Geräteträger. Ich fahre nicht so oft wie du. So. Oh, heiße Leier. Oh, Hallöchen. Mensch. Hör auf zu flirten. Bitte? Du sollst aufhören zu flirten. Wieso, die hat mich angelächelt. Da kann ich doch mal zurücklächeln. Einfach so während der Fahrt aus dem Fenster. Oh, Hallo Hallöchen. Zuckerpuppe. Ich schicke einen Bauer hier doch. Ich bin Landwirt. Ja. Kohle ohne N. Ach nee, da war ja was.
Und da war ja was. Stimmt. Wir haben ja kein Geld. Was war da irgendwie? Ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? So, Ja, ich eben. fahre die nochmal da rein. Guck mal, da ist doch eine ideale Scheune dafür, ne? Da Das kann man die noch stimmt, ein ja. bisschen. Was ist mit den anderen Ballen passiert? Der ist jetzt irgendwie da rausgehopst. Fahr jetzt nicht hinter mir, ne? Ich gucke jetzt nicht nach hinten. Nee, nee, nee. Wenn ich euch Das jetzt schon, gleich nee, noch das überfahre. war Das noch wäre jetzt keine der Super-GAU, Möglichkeit. ne? Dass wir jetzt noch irgendwie Rettungswagen und so anrufen müssten, ne? Ich meine, mich würde mal klein nichts mehr wundern. Erst pisst es hier wie aus Eimern. Dann hier haben wir Probleme mit dem Häcksler. Was noch? Dann ist das Gras wieder übergewachsen irgendwie. Ich meine, da kam ja Düngerregen bei runter, oder nicht? Irgendwie schon, ja. Also das Ich Gefühl glaube, habe ich auch. das war kein normaler Regen mehr, das war Dünger, war das. Ja, naja. Guck, da sind wenigstens die Ballen jetzt schön trocken. Das ist schon mal Aber echt da ist noch klasse. einer. Ja, da hinten ist sowieso noch einer, den hole ich noch ganz schnell. Weiß ja vor der Ballenpresse da. Den habe ich da hingelegt. Weil wir den ja anfangs verfüttern wollten und also einstreuen wollten und das ging noch Ja. nicht. Und dann können wir eigentlich auch mal die Rundballen, die hier so sind, einmal einstapeln. Aber ich glaube, das können wir auch zwischen den Folgen machen. Das Ne? können wir auch dazwischen machen. Ja. Da kann ich auch mit dem Güldernorden helfen. Wenn das geht, ja. Ich meine, in zweiter Reihe, ich würde jetzt das nicht riskieren. Ich würde am liebsten das alles mit dem Frontlader machen hier. Weil der ist echt ideal dafür. Ich bin echt Also froh, du dass wir willst es den haben. hier hochstapeln schon, Ja. so wie? Okay. Ja Ich meine, gut, es ist die können natürlich ja seitlich platzsparender. nirgendwo hin, wa? Die können ja seitlich Ja. nirgendwo hin. Oh, guck mal, wie perfekt man zwei auf einmal nehmen kann. Ist echt Ja, klasse. das stimmt. Na gut, da brauche ich mit den Güldern dann eigentlich nicht anfangen. Ne, passen ja jetzt da noch. Ich Aber glaube, ein ein kleines dritter Ball Gewicht passt wäre da nicht nicht hin, schlecht. ne? Kann das sein? Nee, Den leider kallen wir nicht. dann oben so zwischen Ballen und Wand, ne? Ja. So, bin ich ganz ran an der Wand? Ja, wa? Jawohl. Gut. So. Fertig. Soweit. Muss erstmal Schick, wieder schick. rauskommen. Halt, ja, ich kann den Güldner eigentlich jetzt wieder. Na gut, in die Garage fahren sie auch mitten unterm Tag. Stell mal vorne hin. Ich weiß ja nicht, was gleich noch passiert. Güldner brauchen wir sicherlich gleich noch. Lass den auch mal vorne hier stehen. Davon gehe ich auch aus. Der muss unbedingt mal sauber gemacht werden, Mensch. Ja, das mit den. Warte mal, ich lasse ihn einfach hier mal so stehen. So. Guck, fertig. So, ich sehe auch gerade schon, Mensch, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, würde uns wahnsinnig freuen. Oder würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.